Nach einem ausführlichen Arzt-Patientengespräch sind natürlich immer mehr Untersuchungen notwendig. Die erste Untersuchung ist die Blutabnahme. Hier schaut man, sind Entzündungswerte erhöht. Sehr häufig sind die Entzündungswerte bei chronischer Darmerkrankung im Blut im Normbereich, obwohl eine Entzündung im Darm vorhanden sein kann. Das heißt, ein essentieller Parameter ist natürlich die Calprotectin-Bestimmung aus dem Stuhl. Calprotectin ist ein Entzündungsparameter und wenn wir eine Entzündung im Darm haben, ist dieses Calprotectin im Stuhl erhöht. Als weiterer wenig oder nicht invasiver Schritt ist oftmals ein Ultraschall des Bauchs zu finden. Das kostet nicht viel, das tut nicht weh. Man schaut mit dem Schallkopf, sieht man irgendwo im Bauchraum, dass die Darmwand verdickt ist. Das wäre ein weiterer Baustein in der Diagnose der chronischen Darmerkrankung. Als nächster Schritt kommt dann natürlich die endoskopische Abklärung. Man kann den Dickdarm und den unteren Bereich des Dünndarms mit Koloskopien untersuchen. Man kann die Speiseröhre, Magen und den oberen Bereich des Dünndarms, also den Zwölffingerdarm, im Rahmen einer Gastroskopie abklären lassen. Was oft schwieriger zum Untersuchen ist, ist der Dünndarm, den Bereich, den man mit der Magenspiegelung und der Dickdarmspiegelung nicht sieht. Hier spielt natürlich das Calprotectin eine Rolle. Ist es erhöht, können wir eine Entzündungsreaktion in diesem Bereich auch finden. Der Bauchultraschall kann uns hier eine wichtige Information ergeben. Aber sehr häufig ist natürlich dann die Radiologie gefordert. Und hier haben wir eine spezielle Untersuchung, die sogenannte MRI-Enterographie-Untersuchung. Hier wird man vorbereitet wie für eine Dickdarmspiegelung und legt sich dann in das Magnetresonanzgerät und man sieht, ob dann im Dünndarm irgendwo eine Engstelle zu finden ist oder eine verdickte Darmwand aufzufinden ist. Und das ist ein weiterer Puzzleteil in der Diagnose, in der Abklärung der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Patienten mit einer chronischen Säure-Darm-Erkrankung sollen regelmäßig von ihrem Spezialisten untersucht werden. Auch wenn sie beschwerdefrei sind, sollen sie zur Kontrolle kommen. Was wird hier untersucht? Als erstes untersucht man das Blut. Man schaut, ob die Entzündungswerte erhöht sind. Wir bestimmen meistens auch den Eisenstatus. Wir schauen, ob sie einen Eisenmangel haben, auch wenn nicht unbedingt die Symptome dafür vorliegen. Wir kontrollieren auch die Vitamine, meistens Vitamin B12 und die Folsäure. Von der Untersuchung des Bluts abgesehen, untersuchen wir auch den Stuhl. Wir untersuchen das Calprotectin. Leider ist es manchmal der Fall, dass der Patient beschwerdefrei ist, aber trotzdem ist eine Entzündung im Darm vorhanden. Und wie bereits erwähnt, ist, wenn die Entzündung im Darm vorhanden ist, wenn das Feuer im Darm weiterbrennt, haben wir ein hohes Risiko der Komplikationen, dass sie Fisteln oder Engstellen ausbilden können oder im Extremfall bei der Cholezystose einen Dickdarmkrebs ausbilden können. Und deshalb versuchen wir, diese Entzündung nachzuweisen. Und das können wir am besten, indem Sie immer zur Kontrolle eine Stuhlprobe mitbringen. Und wir oder Ihr behandelnder Arzt untersuchen diese Stuhlprobe auf Calprotectin und wir schauen, ist das Calprotectin, ist dieser Entzündungswert im Stuhl erhöht oder nicht. Wenn Sie beschwerdefrei sind, wenn das Calprotectin im Normbereich ist, wenn das Blutbild schön ausschaut, können Sie beruhigt sein. Während man bei der Cholezystose zur Diagnose, da ja nur der Dickdarm befallen ist, nur eine Koloskopie, eine Dickdarmspiegelung braucht, ist es beim Morbus Crohn etwas diffiziler. Hier braucht man eine Dickdarmspiegelung und wenn der Patient Beschwerden im oberen Magen-Darm-Trakt hat, auch eine Magenspiegelung. Wie läuft so eine Untersuchung ab? Wichtig ist bei der Magenspiegelung, dass man nüchtern ist. Mindestens 6 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr gegessen hat, dann ist essentiell für die Darmspiegelung, dass der Darm sauber ist. Das heißt, Sie bekommen von Ihrem behandelnden Arzt
ein Medikament verschrieben, ein abführendes Medikament, das Sie am Vortag bereits einnehmen. Da gibt es genaue Anleitungen, je nachdem, was für ein Mittel Sie nehmen. Dieses Mittel schmeckt leider meistens nicht sehr gut, weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich natürlich auch schon eine Dickdarmspiegelung hinter mir habe. Trotzdem muss man es trinken, man muss alles trinken und man muss dazu sehr viel Flüssigkeit, Wasser dazu trinken, damit der Darm sauber wird. Ist der Darm sauber am nächsten Tag, am Tag der Untersuchung, lassen Sie sich von einem Bekannten, Verwandten in das Krankenhaus, in die Organisation fahren. Warum? Von einer anderen Person? Weil Sie bei der Untersuchung ein Schlafmittel bekommen. Und wenn Sie das Schlafmittel bekommen, sind Sie danach nicht mehr fahrtüchtig. Das heißt, hinfahren können Sie zwar selber, aber heimfahren dürfen Sie auf keinen Fall selber. Dieses Schlafmittel kann man im Blut nachweisen und Sie sind nicht fahrtüchtig. Das heißt, wenn Sie mit diesem Schlafmittel einen Unfall verursachen, ist es gleichzusetzen mit einem Unfall unter Alkoholeinfluss. Das heißt, lassen Sie sich ins Krankenhaus bringen. Dann wird die Untersuchung stattfinden. Sie kommen in die Ordination, in die Ambulanz. Sie werden aufgeklärt, wie die Untersuchung abläuft, was bei dieser Untersuchung passieren kann. Man wird ja Gewebeproben entnehmen, das macht man standardmäßig. Das heißt, man hat ein etwas höheres Risiko, dass es aus so einer Biopsiestelle bluten kann. Im Extremfall könnte man eine Perforation auslösen, ein Loch im Darm setzen, das chirurgisch übernäht werden müsste. Diese Komplikation ist aber extrem selten, kann aber theoretisch auftreten. Sie kommen, nachdem Sie aufgeklärt worden sind und nachdem Sie das Aufklärung, die Einverständniserklärung unterzeichnet haben, in den Untersuchungsbereich, auf die Untersuchungsliege. Dort werden Sie dann ein Schlafmittel bekommen. Wir verwenden meistens Propofol. Der Vorteil von Propofol gegenüber anderen Schlafmitteln ist, dass Sie in die Tiefschlafphase kommen. Das heißt, wenn Sie erwachen, sind Sie ausgeruht. Während wenn andere Substanzen wie Midazolam oder ähnliche Schlafmittel verwendet werden, dann ist es eher so, dass wenn man aufwacht, dass man noch ein bisschen dürmlig ist. Deshalb verwenden wir und die meisten Endoskopiezentren eigentlich nur mehr Propofol. Die Untersuchung, eine Magenspiegelung, dauert in etwa 5 Minuten. Die Dickdarmspiegelung dauert 15 bis 20 Minuten. Dabei fährt man mit dem Schlauch, mit dem Endoskop über die Öffnung, also bei der Darmspiegelung über den Anus, bei der Magenspiegelung über den Mund, in den Hohlraum rein, fährt an die tiefste Stelle und im Zurückziehen beurteilt man dann die Schleimhaut. Man entnimmt die Gewebeproben, die man dann zum Pathologen schickt, der dann auch untersucht, ob im Mikroskop auch eine Schleimhautentzündung vorhanden ist oder eben nicht, und zieht dann das Gerät zurück. Wenn Sie aufwachen, sind Sie meistens im Aufwachraum, wo Sie noch eine gewisse Zeit verbringen, noch überwacht werden. In etwa eine Stunde bis zwei Stunden können Sie im Aufwachraum verbringen, bis Sie munter sind, und dann können Sie nach Hause gebracht werden. Wie gesagt, selber dürfen Sie kein Verkehrsmittel steuern. Sollten Sie am Tag nach der Dickdarmspiegelung Beschwerden verspüren, dass Ihr Bauch hart wird, dass Sie blutige Stühle haben, dann sollten Sie immer mit Ihrem Endoskopiezentrum wieder in Kontakt treten und mit Ihrem behandelnden Arzt das weitere Prozedere besprechen, im Hinblick, ob vielleicht eine Komplikation aufgetreten ist. Meistens wird nichts sein.